Full-Time Scientist. Das sind also die Leute, wie ich sie immer gerne nenne, die Batman-Style gearbeitet haben, also tagsüber eine Identität und abends dann quasi Rocket Scientist. Robert steht da und dann fupp, sackt er in sich zusammen. Und dann denkst du dir, okay, was ist jetzt eigentlich gerade passiert? Und dann fällt dir auf, warte mal, die komplette Höhenverstellung ist für den Mond ausgelegt, ein Sechstel Schwerkraft. Wir haben kein Sechstel Schwerkraft. Und das ist gar nicht so trivial. Das zeigt ja auch eine der Herausforderungen. Wie entwickelst du eigentlich etwas für den Mond auf der Erde? Die Tatsache, dass wir schon 1000 Probleme hatten und 1000 Probleme gelöst haben, ist das, was einem die Motivation gibt, weiterzumachen. 4, 3, 2, 1. T-minus 10, 9, 8. Wir haben einen Starttermin gebucht für eine Rakete, was total cool ist. Also ich meine, wann bucht man in seinem Leben mal eine Rakete, die ins All fliegt? Ignition and liftoff of Ares 1X. Das wissenschaftliche Ziel ist die Analyse des LRV, also des Moon Buggies von Apollo, des Fahrzeugs, womit die da oben rumgeheizt sind. Der steht jetzt seit 45 Jahren auf dem Mond rum. Man hatte lange Zeit vermutet, dass von diesem Mondfahrzeug eigentlich nur noch ein kleiner Berg Staub über ist. Aber interessanterweise hat die NASA vor knapp drei Jahren es geschafft, mit dem LRO-Orbiter ein Foto zu machen aus dem Orbit. Und man sieht, dass das Mondfahrzeug sogar noch dasteht und dass sogar noch die Antenne zur Erde zeigt. Das Fahrzeug besteht aus so vielen Materialien, die kein normaler Mensch mehr in der Raumfahrt einsetzen würden, wie Plastik, Nylon, Leder, Gurte und so weiter. Sich das nochmal anzuschauen, ich glaube, das wird sehr spannend, weil daraus können wir lernen, welche Materialien wir für die Zukunft der Raumfahrt verwenden können. Es ist schon schade, wobei ehrlich gesagt, es ist auch ziemlich cool sagen zu können, dass man einen Rover auf dem Mond stehen hat. Hm? Es gibt eigentlich nichts, was mich persönlich dafür qualifiziert, eine Raumfahrtmission zu machen. Wer bin ich denn? Also ich bin jetzt nicht bei der NASA gewesen. So, das heißt aber trotzdem habe ich vor 8 Jahren begonnen, ein Team zusammenzustellen, mittlerweile 16 Vollzeitangestellte, die sehr intensiv daran arbeiten, mit Partnern über die ganze Welt eine private Mondmission durchzuführen. Das ist der Punkt dahinter. Also einfach den Leuten das Gefühl zu geben, dass sie selber mehr an sich glauben sollten.